Hallo und herzlich willkommen auch von mir zum Workshop Welcher Schreibtyp bin ich? Genau, ich komme vom Schreibzentrum, vom Studierendenwerk Berlin. Ich bin Schreibtier-Tutorin da und ich führe regelmäßig Workshops wie diese durch. Und genau, das ist eins meiner Lieblingsthemas. Also ich freue mich, das auch mit euch mitzuteilen. Genau, und wir starten dann auch schon mal. So. Ich wollte euch erstmal kurz den Ablauf vorstellen. Also der Workshop wird eine halbe Stunde dauern. Und wir werden erstmal mit einer Übung starten, was Freewriting heißt. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Ich werde das auch gleich ein bisschen genauer erklären und ausführen und anleiten. Und das dauert nur 5 Minuten. Danach mache ich für euch eine kurze Einführung zum Thema Schreibtypen, also was das überhaupt heißt, wie wir die verstehen und warum es auch gut ist, vielleicht für sich selbst das festzustellen, welcher Schreibtyp man ist. Dann machen wir den Schreibtypentest. Also diesen Test werde ich anleiten und am Ende werden wir diese Tests auswerten. Und dann werde ich das auch ein bisschen aufdecken und auflösen, was das heißt, also welcher Schreibtyp dann ihr laut diesem Test seid. Und ja, ein bisschen noch von den Besonderheiten und Stärken auch von diesen unterschiedlichen Schreibtypen sprechen. Und am Ende haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit für eine Abschlussrunde und Fragen. Also ihr könnt sehr gerne dann Fragen stellen zu den unterschiedlichen Schreibtypen oder ja, was auch immer euch einfällt dazu oder gerne fragen möchtet. Genau, so wird der Workshop ungefähr ablaufen. Dann legen wir auch schon los mit dem Freewriting, also dieser Übung, wovon ich besprochen habe. Also Freewriting ist eigentlich eine Methode, die wir auch öfters benutzen im Schreibzentrum und es funktioniert folgendermaßen. Also nehmt ein leeres Blatt Papier und einen Stift oder Bleistift zur Hand, also falls ihr welche da rumliegen habt, oder ihr könnt auch gerne am Computer oder am Handy auch eine neue Datei öffnen und schreibt gerne 5 Minuten lang eure Gedanken so auf, wie sie sich in eurem Kopf formen, ohne dabei auf Formulierung, Rechtschreibung oder Grammatik zu achten. Also Stil, Formulierung und diese Sachen sind jetzt nicht so wichtig. Ihr müsst ja das, was ihr geschrieben habt oder schreibt, auch nicht vorlesen hier. Keine Angst oder mit niemandem teilen. Das ist wirklich nur für euch. Und schreibt gerne, ohne innezuhalten, ohne zurückzulesen oder zu korrigieren. Und hört erst auf, wenn die 5 Minuten rum sind. Also versucht dabei, den Stift oder Bleistift nicht abzusetzen. Ich empfehle, diese Übung immer analog zu machen, weil da kann man wirklich ein bisschen so im Schreibfluss bleiben. Also es ist ein bisschen besser als vielleicht am Computer digital zu schreiben, aber es ist euch überlassen. Das ist nur eine Empfehlung. Also versucht dabei, den Stift oder Bleistift nicht abzusetzen. Und wenn euch gerade nichts einfällt, ihr könnt auch einfach kurz abweichen und, weiß ich nicht, Sachen beschreiben, wenn ihr aus dem Fenster guckt, was ihr da seht oder auf dem Schreibtisch. Also ihr dürft auch kurz abweichen oder so Füllwörter aufschreiben, bis ihr dann wieder vielleicht zum Hauptgedankenstrang kommt. Also ihr könnt auch Fragen aufschreiben wie was noch oder wiederholt gerne das letzte Wort, das ihr gerade geschrieben habt. Hauptsache, ihr bleibt in einem Schreibflow. Und die einführende Frage oder das Thema, wozu ihr schreiben solltet, ist hier die Frage, wie gehe ich beim Schreiben, also beim wissenschaftlichen Schreiben vor? Wie funktioniere ich? Was ist meine bevorzugte Arbeitsmethode vielleicht oder Arbeitsvorgang? Dann, wir würden jetzt beginnen. Ihr habt, wie gesagt, 5 Minuten Zeit. Ich werde eine Minute vor dem Ablauf der Zeit nochmal Bescheid sagen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Ihr habt noch eine Minute fürs Rewriting, kommt langsam zum Schluss. Und hört langsam auf zu schreiben, beendet die Übung, schreibt noch den Punkt auf am Ende des Satzes. Und wie gesagt, ihr müsst jetzt dieses, also das, was ihr geschrieben habt, nicht vorlesen oder jemanden zeigen. Zweck dieser Aufgabe war erstmal für euch selbst zu reflektieren, wie arbeitet ihr gerne, wenn es um den wissenschaftlichen Schreibprozess geht. Und es kann jetzt interessant sein, für später, wenn wir den Test durchführen und wenn ihr auch die Ergebnisse habt und feststellt, ah, okay, dieser Schreibtyp bin ich, und da könnt ihr ein bisschen eure Selbstreflexion damit vergleichen. So, dann würden wir auch weitergehen zum Schreibprozess oder Schreibtypen. Also, ich möchte das auch jedes Mal betonen, weil das bei uns, beim Schreibzentrum auch wichtig ist, immer zu sagen, dass Schreiben, also wissenschaftliches Schreiben auch, dass es ein Prozess ist, bei dem es viele Teilschritte gibt. Und jede Person hat dabei eine unterschiedliche Herangehensweise, unterschiedliche Strategien und Methoden. Also Schreiben ist nicht etwas, womit man angeboren wird, also gute wissenschaftliche Schreibstil oder Methoden. Das ist sehr wohl trainierbar und lernbar. Und es kommt auch ein bisschen auf die Routine an, also wie gut man das am Ende machen kann oder wie fließend. Und was die Schreibtypen angeht, also die sind ja einerseits von Persönlichkeit, Habitus, auch Erfahrungen abhängig. Aber es geht dabei nicht darum, also jetzt am Ende, wo ihr den Test machen werdet und vielleicht ein Ergebnis dabei rauskommt, welcher Schreibtyp ihr seid. Es geht nicht dabei, diese Schreibtypen zu bewerten. Also jeder Schreibtyp ist an sich legitim und gut. Also es gibt jetzt kein Ranking oder so, dass ein Schreibtyp besser wäre als die anderen. Also jeder ist an sich gut und jeder hat Stärken im Schreibprozess und klar, vielleicht auch Gefahren, in die man reingeraten kann, aber es gibt auch Schreibstrategien, die man nutzen kann für den jeweiligen Schreibtyp. Und hier seht ihr so den ganzen Schreibprozess. Also wir unterscheiden immer zwischen diesen größeren oder groben Phasen. Also erstmal die Orientierungs- und die Planungsphase, wozu das Recherchieren, Material sammeln, Themen finden, Themen eingrenzen und so weiter gehört. Dann irgendwann in dieser Phase, im Übergang zur zweiten Phase, formuliert man auch eine Fragestellung und die Arbeitshypothese. Dann in der zweiten Phase geht es darum, das Material auszuwerten, zu sortieren, strukturieren. Dann in der dritten Phase schreibt man ja die Rohfassung. Und in der vierten Phase danach holt man Feedback ein. Es beginnt die Überarbeitungsphase, also sowohl inhaltliche Überarbeitung als auch formale. Und schließlich in der letzten Phase, in der fünften Phase, beginnt man mit dem Korrigieren oder korrigieren lassen, Layouten und schließlich abgeben. Aber wie man diese Schreibphasen genau gestaltet und was innerhalb derer passiert, das ist eben auch sehr schreibtypenabhängig. Und genau, ich habe jetzt schon sehr oft das Wort Schreibtyp erwähnt. Wir sprechen von vier Schreibtypen. Also es gibt auch unterschiedliche oder andere Kategorisierungen. Es gibt wahrscheinlich ja, nach viel, also es gibt viel Literatur dazu und je nachdem, was ihr darüber liest, es können auch noch mehrere Schreibtypen geben, aber wir unterscheiden zwischen vier Schreibtypen hier beim Schreibzentrum. Und diese beschreiben einerseits, wie gesagt, Arbeitsvorlieben, die mit der Persönlichkeit auch zusammenhängen.
Andererseits aber auch Strategien, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Schreibprozess sinnvoll sein können. Und wir kommen auch schon zum Test, also zum Hauptteil. Also jetzt, wie gesagt, ich werde euch ein paar Fragen präsentieren, die sich auf den Schreibprozess beziehen, auf das akademische Schreiben. Und meine Bitte wäre jetzt an euch, diese Fragen spontan zu beantworten, also möglichst nicht zu viel nachzudenken. Also klar, lest gerne die Antworten durch und so. Aber überlegt nicht zu sehr, weil ich glaube, dann kommen immer die natürlichsten Antworten, wenn man das versucht, spontan zu beantworten. Und es ist jeweils nur eine Antwort möglich. Also überlegt euch, welche Antwort überwiegt, A, B, C oder D. Ganz wichtig, diese Buchstaben sind nicht in Reihenfolge. Also guckt immer daneben, welche Buchstabe da steht. Also manchmal ist es so durchgemischt. Genau. Und wie gesagt, ich werde euch ein paar Sekunden lassen zum Nachdenken, aber nicht zu viele. Also, und schreibt dann gerne eben bei jeder Frage den Buchstaben für euch selbst auf, also auf ein Stück Papier oder ins Handy, damit ihr am Ende auch zusammenzählen könnt. So, dann beginnen wir mit der ersten Frage vom Test. Zu Beginn, also zu Beginn des Schreibprozesses, was macht ihr? Das ist die Frage. Also, wenn ihr mit einem wissenschaftlichen Schreibprojekt beginnt, ich lasse das Thema erst einmal in meinem Kopf reifen oder als erstes schreibe ich alles auf, was mir zum Thema einfällt oder ich schreibe verschiedene Textanfänge und entscheide mich später für einen von ihnen oder zunächst sammle ich alles, was mit dem Thema zu tun haben könnte. Also wählt die passende Antwort für euch selbst aus. Ich sehe gerade die Frage im Chat. Also wenn zwei Antworten passend sind, du kannst auch beide aufschreiben, aber versuch dich auf eine zu beschränken. Also wenn du unbedingt nur eine von denen wählen kannst, versuch eins aufzuschreiben und vielleicht kannst du die anderen Buchstaben in Klammern aufschreiben oder so. Okay, ich würde jetzt zur nächsten Frage rübergehen. Und zwar beim Schreiben. Was macht ihr beim Schreiben? Also wenn ihr schon ein bisschen weiter im Schreibprozess seid. Ich schreibe an den Teilen meines Textes, zu denen ich Lust habe und mir am meisten einfällt. Oder ich schreibe erst einmal drauf los. Wie der Text am Ende aufgebaut sein wird, spielt für mich am Anfang keine Rolle. Oder ich schreibe viele Teile meines Textes mehrmals neu. Oder ich erstelle zunächst eine Gliederung und entwickle darüber meine Schreibideen. Okay, ich würde jetzt wieder weitergehen, wenn ihr schon fertig seid mit dem Aufschreiben. Dann wäre wieder die Frage beim Schreiben. Ich schreibe mehrere Textfassungen und gelange so Schritt für Schritt zum Kern dessen, was ich sagen will. Oder ich arbeite meine Gliederung Punkt für Punkt ab. Oder ich überrasche mich oft beim Schreiben selbst, wenn ich sehe, auf was für Ideen ich komme. Oder ich bin motiviert, wenn ich sehe, wie der Text an allen Stellen gleichzeitig wächst.
Okay, ihr seid da auch fertig. Und es kommt jetzt die letzte Frage. Und zwar, es bezieht sich jetzt auf den späteren Stadium des Textes oder des Schreibens. Also der Text für die Abgabe. Am Ende der Arbeit korrigiere ich nur noch Kleinigkeiten oder ich hebe alle Versionen von Textteilen auf und entscheide am Ende, welche die beste ist. Oder ich benötige am Ende noch einige Zeit, um den Text zu strukturieren. Oder ich muss am Ende meinen Text besonders auf Wiederholungen prüfen und darauf hin, ob alle Gedanken zu Ende geführt sind. So, und wenn ihr mit dem Antworten da auch fertig seid, dann rechnet gerne eure Buchstaben der Antworten zusammen. Also es kann ja auch sein, dass es ganz unterschiedlich ausfällt, dass ihr alle möglichen Antworten habt oder dass es ganz eindeutig ein Buchstabe, ja, stärker herauskristallisiert, dass ihr immer das gewählt habt. Und ja, wenn ihr damit fertig seid, könnt mir auch ein kurzes Zeichen geben, Daumen hoch oder so. Danke. Okay. Dann, ich würde schon zu den Schreibtypen rübergehen, also das alles aufdecken, was für vier Schreibtypen es überhaupt gibt. Genau. Also das A steht, also wenn die meisten Antworten von euch A war, das steht für Abenteurer oder Abenteurerin. Dann das B steht für Eichhörnchen. Dann die Antworten C stehen für Architektin. Und D steht für Zehnkämpferin. Das sind die vier Schreibtypen. Und was es dann heißt, das löse ich jetzt auch gleich auf. Also, wie gesagt, es kann ja sein, dass es bei euch gemischt ist. Das ist nicht schlimm, wenn es nicht eindeutig zu einem Schreibtyp zugeordnet werden kann. Dann wisst ihr auch so, welche unterschiedliche Schreibtypen in euch sich vermischen. Also Abenteurerinnen, das Motto von denen ist quasi, der Weg ist das Ziel. Also euch liegt es darauf, loszuschreiben und ihr entwickelt eure Ideen oder die Struktur eurer Texte gerne erst während des Schreibens. Also Abenteurerinnen haben oft keine Angst vor dem leeren Blatt und sie haben gleich voll viele Ideen und Motivation beim Schreiben und sie haben auch nicht so viel Lust vorher, das genau zu planen, was sie machen werden im Schreibprozess. Die Stärken von diesem Schreibtypen ist es eben auch, dass sie sehr spontan sind, auch sehr kreativ und auch sehr schnell viel Text produzieren können. Die Gefahr könnte sein bei diesem Schreibtyp ist, dass da keine Struktur herrscht beim Schreiben, also im Schreibprozess, aber auch im Text selber. Und diese Typen können oft auch den roten Faden verlieren beim Schreiben. Und der Text könnte dadurch ein bisschen unübersichtlich werden. Dann der Eichhörnchen-Typ, das Motto lautet da sammeln und springen, deswegen Eichhörnchen. Ihr schreibt nicht vom Anfang bis Ende, sondern mal in diesem und mal in jenem Textteil. Zwischendurch unterbrecht ihr das Schreiben ganz, um erstmal weitere Informationen zu recherchieren. Also das ist auch ein flexibler Schreibtyp sozusagen. Und diese Phasengliederung, die ich am Anfang gezeigt habe vom Schreibprozess, das ist vielleicht bei diesem Schreibtyp nicht so klar. Also diese Trennungen sind nicht so klar, weil dieser Schreibtyp kann leicht und schnell auch zwischen Phasen wechseln. Also nicht allen Phasen natürlich nicht erst mit der Korrektur anfangen, selbstverständlich, aber zum Beispiel zwischen Recherche und Schreiben, dass das nicht so stringent, getrennt ist. Und die Stärken von diesem Schreibtyp ist es, dass sie auch, spontan sein können. Und auch nach Lustprinzip ein bisschen den Text schreiben können. Also muss auch nicht chronologisch sein. Und dass sie auch viel Text produzieren können dadurch, wenn sie immer das schreiben, worauf sie Lust haben gerade. Und auch uneingeschränkt sind. Aber die Gefahr könnte hier auch sein, dass diese Schreibtypen die Struktur verlieren und die Orientierung im Text.
Und dieses zu viel hin und her springen vielleicht die Konzentration ein bisschen verringert. Und beim dritten Schreibtyp, ArchitektInnen, lautet das Motto konstruieren und bauen. Das ist vielleicht auch schon selbsterklärend. Also die von euch, bei denen das C überwiegt hat als Antwort, ihr macht euch am liebsten einen Plan, bevor ihr mit dem Schreiben anfangt. Und ihr folgt diesem Plan, während ihr schreibt. Also ihr seid wahrscheinlich sehr strukturiert beim Schreiben, sehr durchdacht, auch so sehr detailorientiert und gut vorbereitet. Also die Stärken sind eben die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Strukturierung, gut durchdacht, achten aufs Detail und einfach einen Plan haben. Die Gefahr könnte hier allerdings sein, anders als beim Eichhörnchen-Typ oder Abenteurerin, dass es vielleicht euch schwerfällt, von dieser Planungsphase oder Recherchephase in die Schreibphase zu kommen. Also diese Angst vor dem leeren Blatt könnte bei diesem Schreibtyp ein bisschen stärker sein, wie man dazu kommt, anzufangen, weil man kann ja ewig weiter recherchieren und weiter planen. Und dieser Übergang kann ein bisschen schwerfallen. Und letztlich der Zehnkämpfer oder Zehnkämpferinnen, bei denen die Antwort D am häufigsten vorgekommen ist. Also hier lautet das Motto mehrmals Anlauf nehmen, um richtig auf den Punkt zu kommen. Ihr schreibt eure Texte in mehreren Versionen. Ihr legt die Teile eures Textes oft mehrmals weg und schreibt sie dann neu. Genau. Also dieser Schreibtyp schreibt eben mehrere Versionen und beschäftigt sich vielseitig dann mit dem gleichen Thema oder mit dem gleichen Text. Und die Stärken könnten hier auch Flexibilität sein und leichte Textproduktion. Und wenn man zu viele Versionen macht, dann ist vielleicht der Druck auch nicht so hoch, dass es gleich perfekt sein muss. Also das ist dann eben sehr gut und entlastend. Die Gefahr könnte hier allerdings sein, dass mehrere Versionen zu schreiben, braucht einfach sehr viel Zeit. Und so könnte der Schreibprozess ein bisschen länger dauern als bei den anderen Schreibtypen. Und am Ende gibt es vielleicht eine Entscheidungsschwierigkeit, welche Version man nehmen soll. Aber wie ihr mitbekommen habt, vielleicht also alle Schreibtypen haben Stärken. Und ja, die Gefahr heißt jetzt auch nicht, dass es super schlimm ist, sondern dass man dann, wenn man das weiß und für sich einordnen kann, welcher Schreibtyp bin ich, dann kann man auf die Gefahren auch ein bisschen bewusster achten und da entgegensteuern. So. Und das wollte ich euch auch noch ganz kurz vorstellen. Also wir unterscheiden grundsätzlich auch zwischen StrukturfolgerInnen und Strukturschaffenden. Also jetzt abgesehen von diesen vier spezifischen Schreibtypen, die ich euch vorgestellt habe. Also Strukturfolgende sind eben, wären diese ArchitektInnen, kann man damit am besten gleichsetzen, die ihre Texte schon früh strukturieren und gliedern und dieser Struktur dann auch folgen und den Fokus auf Orientierung im Arbeitsprozess legen. Genau, ordnen auch gesammelte Informationen zum Beispiel in Mindmaps und der Arbeitsprozess wirkt bei denen sehr organisiert und effektiv. Sie sind auch diszipliniert und kontrolliert und Einleitung und Schluss vielleicht schreiben sie vielleicht vorab fertig. Aber sie haben vielleicht ein bisschen eingeengten Blick auf das Thema und sind nicht so flexibel für neue Ideen und Erkenntnisse, weil dieser Plan ja schon im Vorfeld sehr feststeht. Also es könnte denen ein bisschen schwerfallen, Änderungen vorzunehmen, selbst wenn es passen würde oder erforderlich wäre sogar. Und dem gegenüber steht die Strukturschaffende, also den würde ich vielleicht das Eichhörnchen-Typ und die Abenteurerinnen so gleichsetzen ungefähr. Also die sind eben diejenigen, die die Textstruktur erst im Verlauf des Schreibens entwickeln und vielleicht nicht so viel im Schreibprozess oder Arbeitsprozess reflektieren und auch nicht so viel planen, sondern drauf losschreiben und viel Text produzieren, was ich schon erwähnt habe. Genau, die aber genau motiviert und fleißig und inspiriert sind. Also deswegen schreiben sie ja auch drauf los und können dabei auch flexibel auf Schwierigkeiten reagieren oder Änderungen vornehmen. Genau, und die Gefahr ist hier eben vielleicht zu viel Material oder Text anzuhäufen oder ein bisschen vom Thema auch abzuweichen, weil man nicht so diese feste Struktur und festen Plan hat vorher. Okay, ich sehe auch schon, dass wir fast am Ende der Zeit sind. Also
Ich würde jetzt noch, genau, hier ist ein Video, das könnt ihr vielleicht später anschauen. Das ist sehr gut. Es ist vom Schreibzentrum in Frankfurt. Also ich werde die Folien auch zukommen lassen und dann könnt ihr das anschauen. Da gibt es noch ausführlichere Informationen über unterschiedliche Schreibstrategien für diese unterschiedlichen Schreibtypen. Ja, es gab noch eine Frage im Chat, und zwar, welche Strategien es gibt, um die leere Blattproblematik zu verhindern, wenn man C, also Architekt, herausbekommen hat. Ja, also es gibt schon ein paar Strategien, also zum Beispiel auch diese Free-Writing-Übung, die ich am Anfang vorgestellt habe, die kann man sehr vielseitig verwenden. Also zum Beispiel, wenn einem schon klar ist, was das Thema ist und vielleicht auch die Fragestellung und worüber man schreiben möchte, aber man hat irgendwie eben Angst vor dem leeren Blatt oder weiß nicht genau, wie anfangen, wie soll ich dieses Kapitel jetzt einführen oder so. Dann kann man versuchen, erstmal so eine Free-Writing zu dem jeweiligen Kapitel oder Unterkapitel zu verfassen. Also wenn man schon ungefähr weiß, okay, vielleicht diese Theorien oder diese Argumente, diese Aspekte und Fragen sollten da rein. Und erstmal dabei wirklich nicht auf Formulierung und Grammatik und Stil zu achten, sondern nur auf den Inhalt, auf dieses freie Brainstorming, damit man den Gedanken erstmal einen Flow lassen kann, ohne dabei irgendwie gleich Angst zu haben, wie das klingt, ob das schön genug ist, wissenschaftlich genug und so weiter. Weil ich glaube, das entlastet auch ein bisschen das Gehirn, wenn ihr euch erstmal nur auf diese Sachen konzentrieren müsst und nicht gleich auf alles. Also das kann man auf jeden Fall machen. Und was auch hilft, also wenn man gerne vorher plant und eine Struktur hat, das kann ja auch helfen, so zum Beispiel, ihr habt vor, dieses Kapitel oder Unterkapitel jetzt anzufangen zu schreiben. Und dann könnt ihr eine Art Mini-Gliederung für euch machen, vielleicht vor dem Schreiben, also gar nicht so ausführlich, aber einfach ein paar Punkte dazu aufschreiben, eben was ich auch gesagt habe, so zum Beispiel, welches Zitat möchtet ihr da drin haben, was soll das Hauptargument vom Kapitel sein, worauf will ich hier hinaus, wie möchte ich dieses Kapitel vielleicht zum nächsten überleiten, also ein paar listenmäßige so Punkte oder Notizen für euch selbst, damit ihr vielleicht auch diese Linie oder rote Faden von dem Kapitel sehen könnt und wisst, okay, so soll es ungefähr sein oder aussehen, dann versuche ich mich da an diesen Punkten entlang zu hangeln und ja, so zu schreiben. Aber immer sich bewusst zu machen, dass was man schreibt, ist eine Rohfassung und die erste Version des Textes. Also es muss nicht gleich perfekt sein und müssen nicht alle passen. Es darf unvollständig sein. Es dürfen Lücken entstehen oder Fragen vielleicht mit einer anderen Farbe markieren. Hier muss ich noch was einfügen oder was sollte ich hier genau sagen? Also einfach Fragen an sich selbst. Das ist ja noch nicht die Version, die man dann auch abschickt an die dozierende oder betreuende Person. Und ja, was ich auch empfehle, also falls jemand mehrsprachig unterwegs ist oder nicht in der Erstsprache schreiben muss, auch gerne in mehreren Sprachen schreiben und zwischen denen wechseln. Also klar, am Ende muss man den Text in die eine Sprache, in die Zielsprache übersetzen, aber beim Schreibprozess kann es voll viel helfen und Blockaden lösen, wenn man vielleicht zwischen den Sprachen auch hin und her wechselt und beim Schreiben nicht zu viel nachdenkt, ah, okay, aber wie sage ich dieses Wort oder diesen Begriff nochmal in der Zielsprache? Also, das ist noch so ein extra Tipp von mir. Aber ja, komm gerne auch zum Schreibimpuls am Morgen. Das ist ein Angebot, das wir haben. Es ist online beim Schreibzentrum immer morgens von 9 bis 9:30 Uhr. Also nicht jeden Tag, aber so zum Beispiel, ich glaube, so zweimal pro Woche. Und da stellen wir auch immer unterschiedliche kurze, sehr niederschwellige Übungen vor, mit denen man auch ein bisschen das üben kann, dieses ins Schreiben kommen oder die Hemmschwelle vielleicht zu senken, mit dem Schreiben zu beginnen. Also da kannst du Informationen finden. Da könnt ihr, wenn das auch jeder von euch interessiert, auf unserer Webseite finden. Schreibimpuls am Morgen heißt es. Ich schreibe das auch in den Chat. Okay. Genau. Ich hoffe, es hat deine Frage ein bisschen beantwortet. Okay. Dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich würde mich schon mal bedanken bei euch, dass ihr mitgemacht habt.
Ich hoffe, dass es für euch interessant war und vielleicht auch hilfreich zu wissen, welcher Schreibtyp ihr seid. Und genau, hier blende ich nochmal unsere Kontaktdaten ein, also vom Schreibzentrum Studierendenwerk Berlin, die Webseite. Da könnt ihr unsere Veranstaltungen checken und ja, uns auch schreiben, falls ihr eine individuelle Beratung braucht zu einem Schreibprojekt, das ihr gerade macht. Vielen Dank.